Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal so ein bisschen zeigen, was ich so die letzte Zeit gemacht habe. Ich habe meine Norderney umgebaut auf die neue Funke von der FSK X20. Vielleicht wisst ihr mal, ein Video habe ich euch mal gezeigt, die Norderney. Da bin ich das ganze Ding hier noch mit meiner F14 gefahren, mit den ganzen Decodern, Multi-Switch-Modulen, dann konnte ich das Beiboot ja immer nur auf 40 MHz fahren und bin das die Norderney nur auf 2,4 und wenn ich dann umgeschaltet habe, war ja keine Bindung zum Empfänger, dann fing das Ganze immer an zu zittern und da habe ich gesagt, so, Feierabend, deswegen hatte ich mir auch die neue Funke gekauft und habe das Ganze jetzt mal umgebaut und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich baue da mal gerade was auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, kommen wir zum inneren Teil des Bootes. Hier habe ich mir jetzt so eine Kiste gebaut. Verbaut ist ein 12 Volt Bleiakku, ein 6 Volt Bleiakku und hier habe ich ein 3S für das Soundmodul. Hier ist der 10 Kanal Empfänger drin. Hier so ein Kommstecker für die Beleuchtung, für den Aufbau. Hier habe ich noch von den Alexander Engel ein 5+5 Switch-Modulschalter eingebaut, für die ganzen Lichter zu schalten. Hier vorne habe ich Klemmleisten, sieht man jetzt ganz schlecht verbaut, wo die ganzen Komponenten alle ihren Strom bekommen. Dann habe ich mir hier noch so eine Kiste gebaut, für einmal 12 Volt, 6 Volt und hier habe ich den kleinen Schweißer. Hier ist der Sitz der Kollege, ja, der fängt dann nachher mal ein bisschen an zu braten für eine Ausstellung oder wie auch immer, also am Tage sieht man das nicht. Hier haben wir das Beiboot, das ist, habe ich schon eingeschaltet, man erkennt es an der Kontrollleuchte hier oben. Hier ist jetzt verbaut ein 6-Kanal-Empfänger von FSK. Und so habe ich das Ganze jetzt erstmal verlegt, verbaut. Die ganze Beleuchtung musste ich hier noch umändern, weil vorher ging das alles mit den Decoder-Modulen. Das funktionierte jetzt alles nicht mehr. Ich habe das jetzt alles umgebaut, neu verlötet. Und jetzt werden wir das Ganze mal zusammenbauen und dann werden wir mal die Anlage starten und dann zeige ich auch mal, wie das alles funktioniert. So, ich habe mal die Kamera jetzt auf den Ständer gestellt. So, wir werden als erstes mal einmal die Anlage anmachen. Willkommen bei Ethos. So, hier habe ich schon das Bild von der Norderney eingefügt. Legen wir mal einmal zur Seite. Wir werden jetzt einmal das Modell einschalten. So, jetzt werden wir einmal den Deckel drauf machen. Einmal hier den Com-Anschluss drauf und das Ganze jetzt drauf. So, ich habe jetzt hier drauf, ich hoffe, das blendet jetzt nicht so stark, hier den Gas. Hier rückwärts. Hier haben wir das, die Ruder, links und rechts, man hört es. So, dann geht es mit den einzelnen Funktionen. Fangen wir mit diesem Schalter hier an. Hier bewegt sich der Anker. Ich zoome das mal gerade ein bisschen weg hier, so. Schauen wir mal. So, der Anker. Machen wir mit dieser Funktion. Anker geht runter. Schalte wieder nach oben. Anker fährt wieder hoch. Dann haben wir auf dieser Seite das Bugstrahlruder. Andere Seite. So, dann habe ich auf dem Kanal den Löschmonitor.
zum Drehen. Dann habe ich auf den Taster hier hinten die Pumpe. Ich schmeiße mal ganz kurz an, nicht dass er trocken läuft. Ihr hört, Pumpe geht. So, dann geht es weiter. Zoomen wir ein bisschen zurück wieder. Und wir gehen jetzt mal hier zum Kran. So, für den Langhebel hier oben, für die Winde zum Hochfahren. Das Tochterboot wird angehoben. Daneben habe ich den Kran zum Schwenken. Kann jetzt auch runterlassen. Naja, nicht da gerade drauf, das ist dann schlecht. Schwenken wir mal ein bisschen. Ah, komm rüber hier. Hängt das schon fest hier. So. Mal ein bisschen mehr rüber schwenken. So. So, wenn jetzt das Boot im Wasser wäre, das Tochterboot, schalte ich jetzt hier oben meinen Schalter um und dann schaltet im Display, ich hoffe, dass man es erkennen kann, Tochterboot. Und jetzt schwenkt mal gerade. So. Seht ihr, da kann ich das Tochterboot jetzt mitfahren. Ich kann aber noch zugleich, so habe ich das eingestellt, obwohl das Tochterboot aktiviert ist, auch mein Löschmonitor zum Beispiel fahren. Oder mein Anker runterlassen oder spritzen oder. Ich habe halt nur die Funktion ausgeschaltet für Gas geben und lenken von der Norderney, sondern dass das nur auf das Tochterboot geht. So, jetzt schalte ich das Tochterboot wieder aus. Den Kran kann ich trotzdem bewegen, auch wenn das Tochterboot an ist. Also ich kann trotzdem rüberschwenken und anheben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Funktioniert trotzdem. So, jetzt schwenken wir wieder rüber. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, ne? Müsste eigentlich andersrum. Ja. So, komm rum und schnell wieder zurückschwenken. So. Und wieder ablassen. So, das Tochterboot ist wieder auf seinem Platz. So, jetzt schalte ich wieder um. Jetzt haben wir noch das Saugmodul. Geräusch. Und da haben wir die Ankerkette. So, das waren die Funktionen, die Norderney jetzt so hat. So, und jetzt machen wir, ups, ich hoffe, jetzt machen wir vielleicht einmal das Licht aus, dass wir mal einmal ein bisschen für die Beleuchtung was erkennen. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau, aber schauen wir gerade. Machen wir aus. So, man sieht, das kleine Beiboot ist noch an. Na, das Blaue, was ihr da seht, das sind die Schalter. So, und jetzt habe ich hier auf den Schalter, also 5 nach unten oder 5 nach oben, meine Lichtfunktion. Ich fange als erstes mal an, das Radar dreht sich. Ich weiß nicht, seht ihr das? Sonst zoome ich mal gerade ein bisschen. Ja, doch, man sieht es. Zweitens gehen die Positionslampen an.
Ja, soll anbleiben. 3, die Decksbeleuchtung. Da, zoom mal ein bisschen zurück hier. Jo. So, das waren 4. Einen haben wir noch. Oh, das war alles aus. Das war ein Fehler von mir. 2 Positionen. 3. 4. 5. Jetzt geht's nach oben. Suchscheinwerfer. Oben Toplicht noch. So, das könnt ihr jetzt nicht gerade sehen. Das ist hinten die Beleuchtung. So. Ist nicht so einfach hier. So, und dann haben wir noch einen. Das ist hinten der Suchscheinwerfer am Boot. So, suchen wir dahin. Da ist er. So, so ist die ganze Beleuchtung an. Das habe ich alles, wie gesagt, auf den kleinen Hebel. Wie gesagt, 5 mal nach unten und die anderen habe ich noch 4. Einer ist noch offen. Mehr habe ich leider nicht, aber so kann ich das Ganze halt schalten. Und dann habe ich euch ja noch den Schweißer da gezeigt, aber das müsste ich jetzt einmal das Ding, aber mache ich gleich. Machen wir erstmal das Licht alles wieder aus. So, alles ist aus. So, jetzt machen wir mal wieder Licht an. Damit ihr auch was seht hier. So, das Licht ist an. So, jetzt nehme ich euch mal einmal mit für den Schweiß. Da wollte ich euch mal einmal zeigen. So, ach, das ist jetzt auch dumm, was ich jetzt gemacht habe. Ich müsste einmal den Aufbau abnehmen, weil ich ja noch den Schalter nicht umgelegt habe, obwohl ich krieg's vielleicht so hin. Wir haben ja noch genug Spritz. So. Jetzt mache ich hier gerade den Schalter an. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Das ist so ein Laufmodul, was immer geht. So. Schauen wir mal, vielleicht seht das gleich. Ja, da am Schweißen ist. Ah, da war er am Schweißen. Da ist der kleine Schweißer. So. Ja, das war der Umbau der Norderney auf der neuen Funke. Wie ich das Ganze programmiert habe, ich glaube, da wird das ganze Video zu lang für, aber ich habe euch ja schon mal ein Video davor gemacht, wie man überhaupt ein Funktionsmodell anlegt, und ich denke mal, das werdet ihr auch hinbekommen. Als nächstes habe ich vor, bei der Anlage wird auf jeden Fall werden, da habe ich mir ein Multiprotokollmodul bestellt, weil die Anlage ja hinten noch diesen Anschluss hat, wo man ein Multiprotokoll anklemmen kann. Angeblich soll dieses Multiprotokoll nicht mit Ethos funktionieren, die man sonst so kennt, diese 4-in-1 Modulen. Ich habe mir da jetzt so einen Adapter gekauft, weil der hinten diesen X-Lite-Anschluss hat, diesen Schacht. Dafür brauche ich noch einen Adapter. Und an den Adapter passt dann dieses JR 4-in-1 Multiprotokoll-Modul rein. Und dann wollen wir da mal schauen, ob ich damit meine alten Spektrumempfänger mitbinden kann. Weil dann brauche ich bei meinen anderen Booten, die jetzt keine großen Funktionen haben, sondern nur vorwärts, links, rechts, rückwärts und sonst gar nichts, kann ich dann alle meine Spektrumempfänger noch benutzen. Und das werden wir dann mal probieren, ob das Ganze funktioniert. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Video, schreibt es mir einfach unten in den Kommentar. Ich werde euch dann garantiert darauf antworten, das verspreche ich euch. Und falls ihr irgendwelche Fragen noch habt zu der Funke oder wie ich was eingestellt habe, kein Problem, werde ich euch immer zu Rat und zu Tat beistehen. Bis dann, macht's gut, ciao!